genau so eine Sache. Das ist ein paar Tage vorher hatte Olli gesagt, er möchte bitte. Das ist eine Aufgabe, die der Junge erfüllen muss. Eine Aufgabe. Den Geschirrspüler machen. Nach dreimaliger Dings hat Olli das selber gemacht. Und was sagt mein Sohn? Ja, der ist selber schuld, wenn er es selbst macht. Ich hätte das schon noch gemacht. Das kenne ich irgendwoher. Das kenne ich irgendwoher. Aber das ist echt. 16 ist wirklich nicht schön. Wie gesagt, ich habe es jetzt das dritte Mal. Aber mir reicht's dann. Mir reicht's dann auch. Ja. Bin froh, wir haben zwei. Mehr muss nicht. Ja, dann musst du aber brav sein, ne? Naja, ich muss Hütchenspiele machen. Das muss ich. Oder Legende, der Junge, der nicht lesen und schreiben und rechnen können muss, er will ja nur Baggerfahrer werden. Ja, das wird schwierig. Es läuft. Bist du noch nicht durch? Nee, aber wir mieten. Nicht gerade wenig. Könnte schon knapp mit dem Dünger werden. Könnte knapp werden. Nun ja, ich war ja auch immer der Böse gewesen in meiner Familie. Bei meiner ersten Ehe hätte ich meine Kinder damals besser dem Jugendamt übergeben und mich von meiner Frau getrennt. Naja. Es ist niemand geboren, Mutter oder Vater zu sein. Da muss man irgendwie, weiß ich nicht, man muss da rein. Ja. Und es gibt wenig Eltern, die nicht Probleme mit ihren Kindern haben. Also, wer mir das erzählt, der erzählt mir einen vom Pferd. Ist so. Dann kommt dazu, dass ja dann noch die eigenen Eltern sind, die dann noch reinreden wollen, die das dann noch besser wissen. Damals war es ja immer so und so und ja, bei dir war ja auch. Damals war alles besser. So, und da haben wir immer nur gesagt, ich pick mir raus, was passt. Der Rest ist okay. Machen tue ich es, wie ich es für richtig halte. Das glaubst du wie Kalle. Kalle hat gleich von vornherein gesagt, ich habe da kein Wort mitzureden. Sie sind die Erziehungsberechtigten. Das ist so. Ja, ist ja auch so. Sagt er hat gleich von vornherein klar gemacht, du bist Oma, aber erziehen tun wir. Das ist. Weil ich habe mich öfter mit meinen Schwiegereltern und meinen Eltern in der Wolle gehabt, weil sie der Meinung waren, sie wissen es besser. Naja, einiges wissen sie besser, aber die Erfahrung musst du machen, nicht sie. Sie haben die Erfahrung gemacht. In einigen Sachen bin ich mir hundertprozentig sicher, wissen sie es besser als du. Das haben meine Eltern besser gewusst oder meine was auch immer. Aber es die Erfahrung mit deinen Kindern musst du machen, nicht sie. Sie haben Kinder großgezogen, du noch nicht. Das ist so. Und mit einem hast du recht, die Dinge ändern sich im Laufe der Zeit. Was früher gut gewesen ist, muss heute nicht unbedingt gut sein. Beste Hallo, Beispiel Jens. Ist, als ich noch Kind war, gab es mal welche hinter die Ohren, wenn du nicht gehört hast. Heutzutage darfst du das keinen sehen lassen. Nee, das gleich beim Jugendamt wirst du gleich. Ja. Deswegen. So, Meister. Ja. Ich hab mein Pferd, mein Feld fertig gedingelskircht. Fertig gedingelt, Kircht. Ja, ja. Wollen wir denn erstmal auf unsere Felder rauf? Die fertig machen? Warte mal. Jetzt muss ich erstmal gucken. Was wollten wir denn auf unseren Feldern machen? Warte mal kurz, ich muss das mal ausmachen. Ja, auch mal reingucken. Wir haben 33, 38, 45. Ja. Was ich jetzt nicht weiß, ist, wie die aussehen. Es könnte ja sein, dass schon wieder Unkraut draufsteht. Ich lauf da einfach mal fix rüber. Ich bin ja in der Nähe. Wollten wir auch noch Zuckerrüben machen? Oder was wollten wir? Roggen, Weizen, was? Zuckerrüben wollten wir auf jeden Fall ein Feld mindestens machen. Ja, weil ich jetzt gerade die Nein, Maschine habe. Nein, wir wollten Zuckerrohr machen.
Zuckerrohr wollten wir machen. Stimmt, wir wollten Zuckerrohr machen. Und zwar das 45er, weil das so schön gerade ist. Deswegen Zuckerrohr wollten wir machen. Du hattest mich gefragt, ob das eine oder das andere. Ich gehe jetzt nur mal gucken, ob Unkraut auf unseren Feldern ist. Das hier unseres? Nee. Nee, das ist das, was du gerade gemacht hattest, ne? Das ist das, was ich gerade gemacht habe. Ich werde erstmal gucken, wo ich hier bin. 45, das da. Das da ist unseres. Jetzt müssen wir mal gucken, nicht, dass Unkraut drauf ist. Ja, Lehmboden. Okay, also kein Unkraut drauf. Das Ding ist praktisch steinebefreit. Das ist immer lange. Noch. Welches ist das? Das ist die 45 jetzt, wo ich drauf da bin. Da wollten wir Zuckerrohr. Zuckerrohr, genau. Kann ich das mit dieser Maschine, die ich jetzt habe? Nee, ne? Nein. Zuckerrohr ist ja eine extra Maschine. So, also die Felder sind tatsächlich alle noch schön. Ohne Unkraut. Das ist sehr gut. Das heißt, es muss überall nur eine Saat drauf. Ja. Und dann, müssten wir. Ich knabber immer noch damit so rum. Ich bin da nicht oft deprimiert. Ja, das kann ich mir vorstellen, lieber Siggi. Aber, im Endeffekt. Hallo Jens. Hallo versuch Jürgen. Das in etwas Schönes, in etwas Positives umzuwandeln. Vielleicht sogar mit Kindern, wie auch immer. Und hallo Jürgen. Top. Jens habe ich schon, oder? Jens habe ich schon. Und Grill, halt du mal neben. Setz dich mal gerade hin, ey. Ja, ist ja gut. Oh Gott. Ah, knackt im Kreuz. Ja, wenn es hinten wehtut, ne? Zuckerrohr, prima. Soll ich mache mit den schon mal. Spielen aufhören? Ich mache. Also, die Saatgut kann ich ja jetzt rausschmeißen, theoretisch, ne, das Saatgut. Ja, das kannst du nachher für die andere Maschine. Soll ich mal gucken? Warte mal. Entladen mit Y. So, entladen. Dann kann der Auftrag, den kann ich jetzt abschließen. Ja. Den Auftrag, den hier abschließen. Zack. 16.000, das ist doch nicht schlecht, oder? Nee, ist nicht schlecht. Ja, dann brauche ich aber jetzt eine Saatmaschine. Guck mal hier. Zuckerrohr. Oh, ich bin im LKW. Das müsste sie sein. Zuckerrohr. Ah, hier ist mein Traktor. Guck. Dann fahre ich jetzt zum Laden, oder was? Ja, soll ich die kaufen? Oder wollen wir die mieten? Wie teuer? 52.000. Oha. Oh, ich hab grad den Flug umgekarrt. Oh, ja. Aber er hat sich wieder hingestellt. Ja, weiß ich nicht. Ich guck mal rein, was er im Leasing kostet. Mieten. Och, den mieten wir. 2,5. Ja, dann mieten wir den. Ja. Gut. Steht da. Und in der Maschine müsste ja noch Saatgut drin sein. Ja, ne? Da habe ich Zeug noch. Der steht ja noch auf der Fläche, ne? Das heißt, es steht ja in der Nähe, den brauche ich jetzt nicht rüberfahren. Nee, alles gut. Ich hole mir jetzt die Saatmaschine. So, mache ich jetzt den Rest hier fertig. Ich bin heute irgendwie zu dämlich zum Fahren, aber ich weiß auch nicht, was da los ist. Es ist Montag. Ach so. Ihr könnt es immer auf den Montag schieben. Habe ich jetzt gerade was bei mir gehört? Weiß ich nicht. Biene, guck mal, da Biene ist dazwischen. Hallo Biene. Hallo Biene. Man könnte ja über die Straßen fahren. Kann so sein lassen. Ja, auf jeden Fall. Aber wie war das denn? Warte mal, war das jetzt? So. Gewicht hast du dran, ne? Ja. Was denn das jetzt? Fahrtrichtung wechseln, da ist es. Mit A. Woher wusstest du, was ich will? Schweine und Gang und so.
Woher wusstest du jetzt, was ich will? Reparieren, schreibt Siggi. Reparieren. Reparieren? Mein Traktor? Mhm, sieht böse aus. Oh ja, der sieht echt böse aus. Was hast du damit gemacht? Gearbeitet. Der Traktor kommt nicht mehr durch den TÜV. Ja. Nein. Wir werden ihn TÜV-tauglich machen. Wir werden ihn TÜV-tauglich machen. Guck mal her, mein Freund. Also den können wir reparieren für 2 Euro. Zack, der kann auch einen Lack kriegen, oder? Für 11 Euro kriegt er auch einen Lack. Oh. Aber der hier kriegt nur 1200. Eieieiei. Lackieren würde 3000 kosten. Ja, lackieren ist auch nicht allzu teuer. Das ist ja auch günstiger dadurch. So, und der ist ja komplett heil. So, frisch vom Frei. Ne? Oh, guck mal, ist er wieder schick, mein Knattopack, du. Geht doch. Jetzt kommt er durch den TÜV. Jetzt kommt er durch den TÜV. Was brauche ich? Ja, aber Dünger dürfte er ja nicht. Doch, Dünger, der hat auch einen Düngerkasten, glaube ich. Der hat einen Düngerkasten, ja. Ja. Dann pass mal, dann werde ich die Düngerbehälter auf der Fläche rausschmeißen. Mit dem Rest, was ich hier drin habe. Bist du denn schon durch? Bin gleich durch. Ich muss jetzt noch einmal wieder runter und dann habe ich, glaube ich, noch ein ganz schmales Stückchen. Also wenn der mich jetzt geblitzt hätte, hätte es mich gewundert. Boah. Aber weißt du, was mich nervt? Du bist jetzt in LKW gefahren, ne? Mhm. Und der Traktor, der reagiert ganz anders. Der Traktor reagiert ja sowieso anders. Den brauchst du nur antippen. Guck mal, ich fahre vorschriftsmäßig unter 30. Mit dem Gewicht hinten dran, wo er dann vorne sogar ein bisschen hochgeht, ist das auch kein Problem. Bling, 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 bling. Wenn ich euch nerve, sagt Bescheid. Bling, bling. Tatsächlich nur so einen kleinen Zippel da noch. So einen Zippelstreifen. Oh Gott. Miki hat Biene ein... Oh, Miki, danke schön. Sind die Alerts noch aus? Nein, es hat geklingelt. Ach ja, ich höre es ja gar nicht. Der war gut. Es hat geklingelt. Dankeschön, lieber Miki. Ah. So, da haben wir drinne. Dann holen wir uns von hier den Rest. Ups. Oder lädt er nicht rein? Weil da kein Traktor dran ist, oder was? Ja. Dein Ernst? Ja. Da muss der Traktor ran, weil das ja über die Welle läuft. Das funktioniert nur, wenn da ein Traktor dran ist. Ist der kleine Traktor nicht da? Nein, hier war meiner dran, ne? Da war deiner dran, ne? Deswegen wusste ich ja, dass du da mitgefahren bist. Das ist natürlich doof. Dann muss ich dir den kleinen Traktor da hinbringen. Dann brauchst du nicht immer jetzt wechseln. Jetzt geht's. Er lädt voll. Aber du wirst sowieso dann herkommen müssen, weil der hier bald leer sein wird. Mhm. Vermute ich mal. Ja, wir müssen auf jeden Fall wieder den einen oder anderen Getreide, also Weizen- und Gerste-Auftrag machen, damit wir wieder Saatgut herstellen können und auch für die Tiere ein bisschen was haben. So, also der ist jetzt voll und jetzt brauche ich den Dünger. Ich bin sofort da, ich mache die letzten 20 Meter. Es hat Andrina geklingelt, Andrina hat gezuckt beim Lenken, ja.
rechnest doch damit nicht. Ich verbringe ja nicht den Stream damit zu rechnen, dass es hier klingelt. Bin auf dem Wege. Sehr schön. Das ist aber das war ja auch Einzelsaat, ne? Also diese Zuckerrohr. Ja, das ist eine Spezialmaschine nur für Zuckerrohr, ja. Hm. Das ist so wie Kartoffeln. Kartoffeln hat ja eigentlich auch seine eigene Maschine. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich bin ja mal gespannt, was die Leute zu der Fahrt mit Manu sagen. Ja. Habe ich heute auch schon. Das war das Erste, was ich heute zu Manu gesagt habe. Ich bin gespannt. Bitteschön. Oha. Oh. Dann kann ich den Flug eigentlich... Ach nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Links. Schade. Man sollte links auch machen, wenn man da links steht. Ach, da vorne geht er rein. Ach, guck. Okay. Ich fahre jetzt Kalk holen. Und das... Hält vor mir ist. Oh, der Disco, wie gut, dass ihr mein Bild habt. Oh Gott. Merkt der schon wieder? Ja, aber ordentlich. Oder ist das wieder nur in meinem Dings? Weiß es nicht. Mal. Ja, ich höre es ja nicht. Nochmal einer meiner. Ich muss einmal ganz kurz mein Voice-Meter machen. Ui! Das hat geblitzt. Nee, das ist der Ton vom Dings. Das ist der Ton von deinem Spiel. Der Ton von meinem Spiel? Ja, also vom Discord. Wartet mal, ich mach mal ganz kurz. Pass mal auf, ich gebe euch jetzt mal den... Ah ja, nee, es knackst. Nee, das ist, geht gar nicht. Kann ich nicht machen. Also ich kann dein Bild jetzt nicht geben. Das wird bestimmt gut anzuschauen. Eine Folge ist schon da, Sigi. Eine ist schon da. Morgen kommt die zweite. Oh. Lass dir jetzt ein bisschen Vorsprung. Ich nehme jetzt hier einen Anhänger und mache hier auf dem Hof erstmal zwei, drei Sachen. Dann komme ich nachher hin zum Kalken und Düngen. Düngen brauchst du nicht, Düngen tue ich selber. Ja, Düngen tue ich. Ja, stimmt. Düngen tust du ja selber, aber Kalken komme ich nachher hin. Sämaschine anschalten. Weil der andere, eine hat auf jeden Fall einen ganz schlechten pH-Wert. Das habe ich schon gesehen. Der ist im Orangen. Ach, guck mal, wie klein die Dings ist. Das wird lustig. Denn das 45er fällt. Naja, das wird ja lustig. Ach, siehst du, ich brauche hier ja gar nichts machen. Ich nehme mir die Saatmaschine und fahre auf das nächste Feld. Das kann ich auch machen. So, den Kalkanhänger habe ich schon mal voll gemacht. So. Den bringen wir jetzt dahin. Automatische Saatstärke deaktivieren? Nein. Staubskala einstellen? Nein. Nächstes Gerät auswählen, nein. Hupen entladen, automatische Saatstärke deaktivieren, blablabla, alles gut. Okay. Der brauchst du eigentlich nicht einstellen, der macht ja nur eine Saatsorte. Der macht ja nur Zuckerrohr. Warte mal, komm mal zurück, wir müssen dich noch senken. So nicht, mein Freund. Wir müssen dich noch senken. Senken. Ich habe keinen Zugang zu diesem Land, das wüsste ich, aber es gehört mir. Wieso zeigt er mir, ich habe keinen Zugang zu diesem Weil Land? Du auf dem Grün runtergesetzt hast. Na, er zeigt es ja immer noch. Ja, aber du arbeitest, guck hin. Hä? Bist du auf Feld 45? Du bist auf Feld 54. Aha, okay. Deswegen macht er nichts. Du bist auf dem falschen Feld, deswegen. Aber hat mich sowieso gewundert, wieso da Steine liegen. Ich habe doch eben erst geguckt. Stimmt, ich bin da. Oh Gott, da habe ich gerade gearbeitet. Dann. Du bist ja witzig. Deswegen sagt er das.
Also mal, da muss ich hin. Gott. Hoppla. Du erledigst auch lieber Auftragsernten als Auftragsmorde. Auf Adrinas Discord-Channel kannst du dich im Kanal von LS22 mit Gleichgesinnten über das Spiel austauschen. Schau vorbei und werde Teil der Community. Bei Auftragsmorde, das ist schön, sehr gut. Bei Auftragsmorde, da denke ich an Jackie. Jackie macht nämlich momentan, nein, keine Auftragsmorde, aber sowas in der Art. Ach so, spieletechnisch. Ja, ja. Sieht man schlecht, ne? Aber. Hey, aber das sieht ja aus. Boah, alles Unkraut. Ja, ne, das ist wirklich schlimm. Und vor allen Dingen bei dieser Größe hier, ne? Brauchst du mit einer Spatenmaschine oder also sowas oder. Einen Striegel gar nicht mehr rauffahren. Da hilft ja nur noch die Keule. Ja, ja. Also es wird hier ganz schön kritisch mit den Bäumen, ne? Aber es geht. So. Stell den Kalkanhänger, den Kalkstreuer jetzt auf die Platte, nimm deinen Flug mit lang und fahr das. Also bis du hier irgendwas machen kannst, sag ich dir gleich. Das dauert ein paar Jahre. Deswegen ja. Ich hole die andere Saatmaschine und fahre schon aufs nächste Feld. Ja, achso, du machst dann die anderen Felder. Ja. Quasi. Hol unsere Saatmaschine vom Hof. Gott, fahr, Junge, fahr. Oh, Junge. Bleib doch nicht stehen. Also die Saatbreite, die Zuckerrohr-Saatbreite ist phänomenal. Ich glaube, du kannst froh sein, diese hat ja schon einen großen Behälter. Die andere, die standardmäßige, die hat einen kleineren Behälter. Da müsstest du ganz oft Saat reinholen, glaube ich. Houston, ich habe ein Problem. Ja. Ach, Mann, ey. Die Probleme reißen einfach. Ich fahre jetzt hier über die Hecke. Der Nachbar wird sich freuen, hat er weniger zu schnibbeln im Sommer. Ja, das ist dann dein Problem, würde ich sagen. Geht mir das auf den Zünder oder geht mir das auf den Zünder hier? So. Querfeld ein. Boah. Du hast keinen Zugang zu diesem Land, das wüsste ich, aber es ist meins. Haufenweise Unkraut. Vor allen Dingen, wenn du jetzt mit der Keule über die Felder fährst, ne? Ja. Und dann den Ernteauftrag machst und das verkaufst und deinen Rest auch verkaufst, dann kriegst du keinen Bonus. Nee. Bei Precision Farming, weil du ja mit der Keule drüber gegangen bist. Also dieses Vorgewende-Kram, das kannst du mal gleich, also da bin ich Maximum 2, ich sag's dir.